Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu tuis? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule. Tu l'auras ta superbe. À défaut d'éloquence, tel Machiavel, tel la belle Gance, tel Guillaume Tell, à quoi tu penses, à quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. La prudence. Welches Dasein ist wohl das Bessere? Das als großer Schauspieler mit beeindruckender Filmografie, um den man sich wegen seines Könnens und seiner Wandlungskunst reißt? Oder das als eher kurzlebiger Stern, der einen großen Filmemacher inspirierte und faszinierte, der begehrt und zweifellos wirklich geliebt worden ist? Denn das Schönste, wenn man Helmut Berger sieht, ist nicht er selbst. Nein, das Schönste ist seine Beziehung mit Luchino Visconti. Wie Visconti als Mann und als Filmemacher Helmut Berger betrachtet, halb wie einen Engel, halb wie einen Dämon, das ist wirklich schön. Sein Blick wirkt sexuell und künstlerisch zugleich. Er versinkt in der Betrachtung, ohne das Erzählerische außer Acht zu lassen. Um mehr zu erfahren, habe ich die Autobiografie des Schauspielers gelesen. Aber abgesehen von ein paar Rezepten seiner Mutter aus der Kindheit ist seine Darstellung seiner Person weitaus weniger interessant als die des Filmemachers. Die 300 Seiten lassen sich mit dem ersten Satz des Buches zusammenfassen. Ich brauche Liebe. Mein ganzes Leben hat sich um das Verlangen, geliebt zu werden, gedreht. Vielleicht lässt sich die Menschheit in diese beiden Strebungen aufteilen. Diejenigen, die geliebt werden wollen, zu allem, ja zum Schlimmsten bereit, und diejenigen, die wissen, wie man liebt, bereit zum Glücklichsein und oft von Verzweiflung übermannt. Visconti wusste Berger zu lieben, das beweisen seine Filme. Warum liebte er ihn? Weiß man jemals, warum man liebt? Jedenfalls weiß man, wie er ihn liebte. Wer Ludwig II. Schaut, sieht, was Visconti sah. Und es ist offensichtlich, dass es den Film ohne Helmut Berger nicht gäbe. Ich muss lächeln, als ich an einen Artikel über Der Pate von Coppola denke, den die Produzenten gedrängt hatten, mit Robert Redford, Ryan O'Neill oder Warren Beatty statt mit Al Pacino zu filmen. Als sei die Eingebung eines Regisseurs zu einem Schauspieler nichts wert. Als sei das Begehren nichts wert. Wissen die Produzenten, wie man liebt? Weiß man es jemals? Im Gegensatz zur Liebe, die oft undurchdringlich bleibt, wird bei einem Regisseur die Form und die Natur des Begehrens eines Schauspielers im Film sichtbar. Das Begehren, das Visconti für Helmut Berger empfindet, bringt unruhige Personen hervor. Skrupellose Flattergeister, kraftlose Erben, perfekte Tyrannen und gefährliche Marionetten. Comunque non adesso. Non voglio. Non lo potrei. Non lo faccio. No, non lo faccio! Non lo faccio, non lo faccio! Non posso! Non voglio! Fern von Reinheit und Unschuld, das wirft Fragen auf über die Machtspiele und Manipulationen der beiden, über ihr Privatleben in den Studios, und man erkennt, wie der Film die Spannungen ausglich. Visconti ist Herr über Helmut Berger, wenn er Regie führt. Dann wird Berger Herr über den Film und damit über Visconti. Genau das ist künstlerische Schöpfung. Die fließende Grenze zwischen Meister und Sklave, die wechselnden Machtverhältnisse. Doch im Leben, und in Viscontis Filmen umso mehr,
wenden Machthaber irgendwann ihre Macht gegen sich selbst, weil sie sich untereinander anziehen. Die Tyrannei nährt sich an ihren innersten Schwächen und an denen, die sie bei anderen erschaffen. Wie in die verdammten Götterdämmerung. Kein Monster kommt von außerhalb. Sie sind alle in uns. Auch wenn wir niemals erfahren werden, weshalb Visconti Berger liebte, bekommt man eine Vorstellung davon, wie er ihn liebte, wenn man ihren letzten gemeinsamen Film anschaut. In ihm sieht man eine Übertragung, eine Metapher ihrer Geschichte. Der giftige Charme des jungen Mannes, der nach und nach den einsamen alten Professor verzaubert. Und das, was Visconti hier so direkt darstellt, ist möglicherweise auch sein eigener Wunsch, das obskure Objekt seiner Begierde zu verstehen. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut, laissez venir l'homme à la faux. Et si me coudre les paupières, au moins ne me riez derrière. Moi. Laissez-moi parler à l'oreille, et fermez de moi la baie. Et dans mon ombre, laissez vivre, quand bien même le bateau ivre sombre. Croyez-moi dans ce monde-ci, jamais on ne m'a dit merci, ou que ce feu, ou que ce soit, qui que ce feu, qui que ce soit. C'est pour ma chair fragile et morte que j'ai pris des vœux de la sorte, que non mais pas un terre ennemi, sans que l'on y descende aussi. Que reste ici de mon passé, dans ce caveau frais repassé, la vie de nos hécatons. De ma langue et de mon menton, l'os. Longue la peine de désigner, faisant-moi comme l'araignée, les yeux s'étaisent et la connaît, dessous la cadre cimentée. Fleurs mauves, si voyez que ma vie se sauve, à des ténèbres ayez raison, lirez lumière de l'horizon funèbre. Prenez soin de moi.